Bitte den Ton aufdrehen, bitte den Ton aufdrehen und herzlich willkommen bei Evison Live, die Sendung Nummer 20 mit Dr. Alexandra Kleeberg. Und Dietrich Busacker. Die 20. Sendung, könnt ihr euch das vorstellen? 20 Mal haben wir auf Deutsch und auf Englisch jetzt diese Sendung Also Evison Live 40 gebracht. Sendungen. 40 Sendungen haben wir gemacht insgesamt. Und 20 Mal oder 40 Mal Angst gehabt, ob die Technik klappt. Und manchmal mussten wir ja auch die Sachen nochmal neu starten und so weiter. Also das war schon ein Stress und danke vor allem an dich, dass du hier warst, an euch, dass ihr uns so unterstützt habt, über die vielen tollen Kommentare, über die Herzchen und die Daumen, die wir gekriegt haben. Und heute freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr uns einen Schwall, einen Champagner-Funkenregen voller Herzen und Daumen geben wird. Ja, also ist es, wenn wir sowas anfangen, ich glaube, es ist ganz wichtig, Ermutigung zu bekommen. Ein bisschen geht es auch heute um dieses Thema und Unterstützung, weil das sind einfach für uns große Schritte und es ist, glaube ich, viel, was wir auch erzählen und bieten. Und es ist toll, wenn wir Rückmeldungen und Kommentare kriegen, einmal damit wir uns verbessern können, damit wir Feedback bekommen, weil wir sprechen ja nur mit der Kamera und damit wir dich kennenlernen. Genau, und wir sprechen eigentlich zu dir und mit dir und deswegen, damit wir auch mit dir sprechen können, freuen wir uns ganz doll, wenn du uns einen Kommentar hier unten drunter hinterlässt. Ja, Wo, auch von woher wem du kommst du, wo kommst, schaust warum dich das du, was interessiert. interessiert dich, was nimmst du mit von der Sendung? Das ist uns ganz wichtig und das hilft uns und auch den anderen, die hier zuschauen, hilft das weiter, wenn man da einfach wenn jeder was von sich mitbringt. Und du kannst natürlich auch in unserer Facebook-Gruppe mitmachen, Selbstheilung und Potenzialentfaltung. Die gibt es bei Facebook, einfach mal gucken und finden. Da kann man sich dann anmelden und noch ist es eine offene Gruppe, irgendwann wird es mal eine geschlossene auch werden, aber jetzt kann man da ganz einfach rein. Und da erfährst du mehr, wenn du zu diesem Thema Selbstheilung, Potenzialentfaltung noch mehr Ja, von und du uns hören kannst auch willst. da Fragen stellen, du kannst selber eigene Ideen posten und so weiter. Im Moment ist die sehr offen und wir sind total gespannt, was da passiert. Und heute geht es weiter mit dem Archetyp der Kindheit. Ja, dieser Archetyp der Kindheit, der hat uns schon zweimal begeistert. Einmal mit der Authentizität und einmal mit den Emotionen. Und wir haben auch, ich glaube, wirklich tolle, tolle Kommentare gekriegt. Ja, jedes Mal haben zwischen 10.000 und 15.000 Leute in diese Sendung reingeschaut. Weltweit, also nicht nur die Weltweit, Deutsche, ja. es schauen Leute aus Indien, aus Südafrika, Aus aus Venezuela Venezuela, war jetzt jemand dabei. USA, Kanada, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg zu. Also herzlich willkommen Wo immer hier. du bist. Und das heutige Thema, wir machen weiter gesagt mit dem Archetyp der Kindheit und dem inneren Kind. Und heute geht es um was, ja, ein Thema, was dir ganz am Herzen liegt, wie ich weiß. Das ist das Thema Geborgenheit und Urvertrauen als eine ganz wichtige Voraussetzung für Absolut. Gesundheit, für Potenzialentfaltung, eine Basis, unseres Lebens. Ja, also bei der Authentizität, da lernen wir einfach, unsere Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken, wer wir sind. Und in der letzten Sendung haben wir erzählt, wie wichtig das ist, Gefühle auszudrücken und auch sozial verträglich, Ärger, Enttäuschung, Zorn und so weiter, da Wege zu finden. Und ein ganz wichtiger zweiter Pfeiler ist das Urvertrauen, weil das Urvertrauen bringt uns zurück in einen Modus, den nennen wir Parasympathikus. Wir haben ja diese zwei Nervensysteme im vegetativen Nervensystem, der Sympathikus, der für Angst und Flucht und Angriff zuständig ist. Und in diesem Modus passiert letztendlich keine Heilung, weil der ganze Körper ist mit was anderem beschäftigt. Und der Parasympathikus, der ist dann zuständig für die Verdauung, für die Liebe, für die Erotik und so weiter und für den inneren Frieden. Und den inneren Frieden haben wir, wenn, wie Einstein das sagt, wenn wir das Universum als freundlich empfinden und nicht als feindlich. Und das ist eine
ganz frühe Haltung, die geprägt wird in Kindern, ob ich die Welt positiv unterstützend erlebe oder ob ich sie feindlich erlebe und mich schützen muss. Weißt du noch ein bisschen, warum der Einstein das so gesagt hat? Was er da genau mit meinte? Warum ist jetzt diese Einstellung, wie kam er? Weil er wurde ja gefragt, was das die wichtigste Frage eigentlich wäre im Leben. Ja, das führt jetzt ein bisschen vom Archetyp des Kindes weg. Er wurde gefragt, was die wichtigste Frage ist im Leben. Und er zögerte so ein bisschen und sagte dann, die wichtigste Frage für ihn ist, ob das Universum freundlich oder feindlich ist. Ja. Und was hat das mit unserem inneren Kind zu tun? Es hat was mit der Geborgenheit zu tun, weil wenn das Universum feindlich ist, dann sind wir in diesem sympathischen Modus. Ja, wir müssen uns verteidigen, aufrüsten, entweder innere Panzer oder äußere Panzer bauen. Und wenn das Universum freundlich ist, dann können wir uns öffnen und einfach mit der Welt kommunizieren und wir fühlen uns sicher und geborgen. Ja. Ja. Und das ist eigentlich der Zustand, den wir haben wollen, wenn wir uns heilen wollen. Mhm. Also Heilung funktioniert, wenn wir in diesem parasympathischen Modus sind. Wenn die Zellen und dass die ganzen Körpersysteme nicht mit anderen Sachen beschäftigt sind, sondern wirklich Zeit haben, sich zu erholen, zu regenerieren und zu reparieren. Und in einem Gefühl von Geborgenheit entsteht das, was wir psychologisch Urvertrauen nennen. Und das ist ganz wichtig für spätere Phasen von Selbstliebe, von Selbstsicherheit und wie wir dann später im Leben uns entwickeln. Wie kann ich jetzt so ein Urvertrauen entwickeln? Ist also, ich würde mal eines ist angeboren oder man kommt es in die Wiege gelegt. Ja, oder? Das wäre schön. Ich denke, wir haben wahrscheinlich ein bisschen Urvertrauen mitbekommen, denn jeder, der auf die Welt kommt, hat ja irgendwie diese 7, 8, 9 Monate im Mutterleib erfahren. Er ist so genährt worden, dass er sozusagen auf diese Welt kommen konnte. Und ich denke, es ist was ausreicht zum Überleben häufig, aber nicht unbedingt was ausreicht für Lebensqualität. Besser ist es, wenn die Mutter natürlich von Anfang an, wenn sie schwanger ist, mit dem Kind spricht, wenn sie dem Kind Geborgenheit, Sicherheit vermittelt, wenn sie auch selber Geborgenheit und Sicherheit spürt. Also nicht nur, wenn sie das vermittelt, sondern wenn sie auch zum Beispiel vom Vater des Kindes oder von der Gesellschaft Zuwendung, Geborgenheit, Unterstützung bekommt, dann kann sie das natürlich viel besser an das Kind weitergeben. Ja. Und so ein Kind, was dann auch bei der Geburt empfangen wird und gestreichelt wird und liebkost wird und unterstützt wird, das steht natürlich letztendlich ganz anders im Leben da. Und ein wichtiger Schlüsselbild, mit dem ich arbeite, ist der innige Blick. Man hat festgestellt, dass dieser Blick, mit dem Mamis ihre Babys zum Beispiel beim Stillen angucken, oder wenn du kein Baby hast, weil du ein Mann bist oder nicht ausgetragen hast oder weil du kein Baby hast, weil das einfach nicht dran war, dann kennst du vielleicht diesen innigen Blick von Zeiten, wo du verliebt bist, wo du deinen Liebsten einfach anschaust und du merkst, da kommen Schauer den Rücken hoch, da kribbelt alles, da gibt es ein bisschen Schmetterlinge im Bauch und so. Yeah. Also dieser innige Blick, von dem weiß man, dass er das Gehirn sozusagen vernetzt oder das Nervensystem vernetzt in Zentren, die für Urvertrauen zuständig sind. Das heißt, es vermittelt ein Gefühl, dass alles sicher ist, dass alles in Ordnung ist. Und wenn du zum Beispiel mal Angst hast, dann könnte so ein inniger Blick helfen, aus dieser Angst rauszukommen. Es hilft, was natürlich auch hilft, ist Berührung. Ja, also Berührung ist ganz wichtig fürs Urvertrauen, für das Gefühl von Geborgenheit. Das kannst du dir wahrscheinlich sowieso vorstellen, aber auch das wurde erforscht, dass man so einem Affen in eine Situation gebracht hat, wo er Angst hatte. Und dann hat man, was weiß ich, Herzschlag, Atmung, Adrenalin, keine Ahnung, alles gemessen. Und die Variante der Untersuchung war mal, dass man diesem Affen die gleiche Situation gegeben hat, aber ein anderer Affe war dabei. Und dann ist da das ganze System runtergefahren und der andere Affe hat den berührt und dann war das nicht mehr bedrohlich. Ah, und der Affe war sozusagen wieder im Urvertrauen, es ist jemand da.
Und für Babys ist das einfach wichtig, dass jemand da ist, wenn es schreit, wenn es Hunger hat, wenn es die Hose voll hat, wenn es bedürftig ist, dass es aber auch, dass jemand da ist, um zu streicheln, um zu lieben, um diesen innigen Blick zu praktizieren. Das sind alles Momente, die wichtig sind, dass sich das Gehirn sozusagen in diesem Urvertrauen stabilisiert. Mhm. Das heißt, in so einer Sicherheit, die Welt ist in Ordnung, ich werde versorgt, ich werde unterstützt, mir wird geholfen. Das ist ja eine ganz besondere Situation als Menschenkind. Ja? Die Schattenseite ist, dass wir total abhängig sind. Mhm. Und wenn uns da jemand nicht versorgt, ist das lebensbedrohlich. Mhm. Wenn wir älter sind, können wir dann alleine aus dem Haus gehen und um Hilfe holen, aber als kleines Baby kann ich das nicht. Das Kleinkind noch nicht, das stimmt, klar. Und darum ist das, ist diese Geborgenheit, diese Verlässlichkeit, diese Sicherheit so wichtig, dass das Kind weiß, es kann sich auf diese äußere Welt verlassen. Mhm. Und für das Kleine ist die Mama, der Papa, dieser engere Kreis des Universums. Ja, das ist das Universum, was es kennt, und es ist wichtig, dass dieses Universum freundlich ist. Ja. Dann braucht es nicht aufzurüsten, dann braucht es sich nicht verloren zu fühlen, sondern dann kann es sich sicher fühlen und gut entwickeln. Ja, und aber das ist die Idealsituation. Und was passiert jetzt, wenn dem so nicht ist? Es ist ja nicht jeder, der jetzt eine ganz tolle Kindheit hat oder... Früher wurden Kinder zum Teil auch wurden sie den Eltern weggenommen oder man war im Krankenhaus, wurde erstmal die Kinder von der Mutter getrennt all solche Geschichten. Ja, ja. Wir haben ja in der Mythologie viele solcher Geschichten. Ein ist Moses, oder? Der einfach ausgesetzt wird. Und natürlich passiert das leider häufig aus irgendwelchen Gründen, dass Kinder keine Geborgenheit erfahren haben. Und bei manchen ist es so, dass sie dann sterben. Da gibt es schon Untersuchungen von vor 70, 80, 90 Jahren. Die sind in Kinderheimen gemacht worden. Und Kinder, die nur rudimentär versorgt wurden, die hatten genug zu essen und zu trinken, aber die hatten keine Liebe, würden wir sagen, die sind einen emotionalen Tod gestorben und dann auch einen realen. Ja. Also wenn das zu wenig ist, was ich kriege, überleben wir Menschen nicht, weil wir brauchen diese, wir sind ja auch Säugetiere, wir brauchen die Fürsorge von anderen. Und dann gibt es solche, die kommen auch viel zu mir, die haben, ich sag's mal, genügend Lebensenergie, um das alles zu überleben. Die sind auch relativ selbstständig geworden. Und ich unterscheide da gerne zwischen zwei Begriffen von Selbstständigkeit. Der eine ist Autarkie und der andere ist Autonomie. Mhm. Beides lateinisch, beides heißt selbstständig. Und ein Kind, was so satt in diesem Urvertrauen ist und sich mit viel Liebe, die dann zu Selbstliebe wird, entwickelt, das entwickelt eine Selbstständigkeit, indem es immer weiß, da ist Mama da, da ist Papa da. Also wenn ich zum Herd renne und verbrenne mich, dann weiß ich, Mama, 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 Mama ist da. Mhm. Oder ich fahre das erste Mal mit meinem Fahrrad und ich stürze und ich schreie Papa, 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 Papa und Papa ist da. Oder später in der Schule, der Lehrer ist zu streng, ich weiß, die Eltern unterstützen mich. Mhm. Das heißt, das ist eine Selbstständigkeit. Ich kann selbstständig, ich kann selber entscheiden, ich kann agieren, ich kann damit meine Welt gestalten. Zutrauen, und genau, Kreativität kommt auch da rein. Weil ich die Sicherheit habe, da gibt es Instanzen, die mir helfen. Und diese Instanzen werden im Laufe der Kindheit verinnerlicht. Mhm. Das heißt, das ist meine innere Mutter, mein innerer Vater, die sozusagen präsent sind. Mhm. Also innere Bilder, Introjekte nennt man das auch. Und das gibt so eine, ich nenne es mal so eine satte Selbstständigkeit. Mhm. Die hat mein jüngster Sohn zum Beispiel. Da habe ich das Gefühl, der war schon, der hat alles gekriegt. Da war noch die Oma da und ein ganzer Umkreis Geschwister und so weiter. Und der hat so eine satte Selbstständigkeit. Die ist dann manchmal recht fordernd geworden, weil er einfach sehr selbstbewusst war. Das hat auch Herausforderungen für die Eltern, aber der hat das so. Mhm. Und viele, die in meine Gruppen kommen, die sind äußerlich selbstständig und die würde ich als autark bezeichnen.
auch Autark selbstständig. würde ich jetzt so verstehen, also von meiner Sicht her so, dass ich eher sage, da ist man schneidet eigentlich nach außen ab, man braucht nichts von außen. Ja, ein bisschen Und so ist das man psychologisch kann auch. das also irgendwie alles selber Ja. produzieren, man lebt autark, man braucht keinen, man kann seinen Strom, sein Wasser und sonst was und sein Essen Ja, selber ja. produzieren und ist auf niemand anders angewiesen. Genau. Und so ähnlich können wir das fast psychologisch sagen. Das sind die Babys und Kinder, die selbstständig geworden sind, obwohl keiner da war. Also die anderen haben es geschafft, weil jemand so nähernd da war, und die haben es, obwohl keiner da war. Die haben genug Lebensenergie und die haben irgendwie geschafft, weil sie immer viel Verantwortung übernehmen mussten, weil sie alleine waren, weil ihnen keiner half, sich da diese Selbstständigkeit selber anzutrainieren. Die ist auch echt, aber die hat nicht unbedingt ein tiefes Fundament. Ja, das Fundament ist häufig innere Not, Schmerz, Alleine sein, Überforderung, und auf dieses Fundament wird diese Selbstständigkeit entwickelt. Und ganz viele von diesen Menschen kommen zu mir, die sind fit, manche machen Karriere, manche haben Posten als Manager oder was weiß ich. Die sind also relativ gut angepasst, können auch erfolgreich sein, natürlich nicht alle. Und die haben aber Symptome. Und ich habe ja schon mal gesagt, ein Symptom ist für mich ein schreiendes Kind. Das Problem heißt, da sind. ist so eine Selbstständigkeit, und ganz innen, da hat sich meinetwegen die Frau getrennt oder das Kind ist ausgezogen, und dann kommt so diese ursprüngliche Verlassenheit. Manchmal kommt es auch bei Überforderung, es kommt diese innere Not, und die kann sich dann zeigen in einem Symptom oder in einer Depression oder in Ängsten oder viel in Kontrolle. Weil wenn ich ausgeliefert bin, weil keiner mehr hilft, dann muss ich Kontrolle übernehmen, oder? Und meine Ängste, meine Gefühle Vor allem mich kontrollieren und selbst mich kontrollieren. selbst kontrollieren. Also manche sind dann sehr kontrolliert. Und die Arbeit ist dann eigentlich immer mit diesem inneren Kind, was auf der Strecke geblieben ist, dass das sozusagen, psychologisch nennen wir das, nachreift. Also da ist ein Anteil, der hat sich sehr super teilweise entwickelt. Und dieses kleine verletzte Baby, was alleine ist, ist aber immer die ganze Zeit mit dabei geworden. Das wird aber verdrängt, weil das durfte ja nicht sein. Da ist ja keiner da, der sich gekümmert hat. Und in der Selbstheilung geht es darum, dass dieses Kind erstmal gesehen wird und dass es beginnt, so nachzureifen und diese Stadien, die es noch nicht durchlaufen hat, nachzuholen. Und wie kann man das jetzt machen? Also, dass die Stadien nachholen. Ich meine, ich kann ja nicht meine ganze Kindheit, ich bin jetzt erwachsen, kann ich meine Kindheit plötzlich wiederleben? Ja, ein Stück weit. Also was wir manchmal machen, ist Briefe an das innere Kind oder Dialoge mit dem inneren Kind, immer wieder zu gucken, was braucht es jetzt? Also dass so was weiß ich, einer, der Karriere gemacht hat und dann aber unter Burnout oder Erschöpfung leidet, dass der vielleicht jede Stunde mal innehält und guckt, was braucht dieses Kind jetzt, ja? Braucht das vielleicht frische Luft? Braucht das mal eine Umarmung? Braucht das ein Lied? Was würde dem jetzt helfen, um weiter zu wachsen? Dann kann ich mir als andere Möglichkeit auch vorstellen, dass sich diese nährenden, schützenden Eltern nachträglich entwickeln. Ich hatte in einer Wir anderen. hatten schon einmal so eine Story Genau, gemacht, genau. aber du hast sie vielleicht noch nicht gesehen. Die war, glaube ich, über die Macht der Imagination, dass ich eine Teilnehmerin meiner Gruppe, die hatte ganz lebensfeindliche Erlebnisse mit Mutter und mit Vater gleichzeitig. Das ist überhaupt ein Wunder, dass sie überlebt hat. Und die sagte dann, da ist gar nichts, da ist auch nichts Schönes, was ich erinnere in meiner Kindheit. Das ist einfach ein fürchterliches schwarzes Loch. Und dann ging es aber darum, dass sie irgendwie, sie braucht ja diese Gestalten, ja, die dieses Urvertrauen fördern und die sie schützen und stärken und unterstützen. Und da sagt sie, ich weiß da nichts, sondern sage ich, guck mal, überleg mal, fantasiere. Das können manchmal sind das, bei manchen sind es Engel. Ich habe eine, die sagt, sie ist so missbraucht und verletzt worden, da helfen auch keine Engel, sie kann nur mit Gott arbeiten. Den hat sie sich immer hinter sich gestellt, wie so einen positiven Vater.
Und diese andere, die kam dann nach 2 Wochen oder so und sagte, ich habe jemand gefunden. Die hat sich eine Mama und einen Papa aus so einer Fernsehserie genommen. Und die hat sie sich mit inneren Bildern immer vorgestellt, dass die hinter ihr sind oder manchmal sind die auch vorangegangen oder manchmal links und rechts haben sie Die sie begleitet. beschützen und Abends haben die an ihrem Bett gesessen. Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch mit: Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Englein um mich stehen, 2 zur Rechten, 2 zur Linken oder so. Das ist auch ein wunderschönes Bild von Geborgenheit, mit dem wir abends schlafen gehen können. Dass ich mir vorstelle, da sind diese 14 Engel um mein Bett und ich bin behütet und geborgen und ich bin in Sicherheit. Und dann kann Schlaf gelingen. Wenn ich mich unsicher fühle, manche von diesen, die autark sind, die haben auch Schlafstörungen. Ja? Das Universum ist feindlich. Wann hat denn Neandertaler die Nacht wach durchgeführt, wenn da draußen irgendwelche Löwen waren oder wenn die Welt bedrohlich war, oder? Dann ist er einfach nicht eingeschlafen, weil er wollte seine Familie beschützen. Und so ähnlich ist das auch. Wenn wir Schlafstörungen haben, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir innerlich Bilder haben, die Welt, das Universum ist feindlich. Und die uns bedrohen und dann verhindern, dass wir schlafen. Genau, weil da eine Erregung ist und ich muss wach bleiben. Einschlafen könnte lebensbedrohlich sein, da könnte der Löwe kommen. Deshalb ist das ganze System aufgefahren und die meisten grübeln dann gerne, aber auch über das, was alles feindlich sein kann. Der Kollege hat mich beleidigt, der Chef, der kündigt mir vielleicht, der Mann, der hat mir nicht geglaubt oder was weiß ich. Alexandra, hast du denn vielleicht jetzt für uns und vor allem für unsere Zuschauer ein paar Übungen vielleicht, wie man so Urvertrauen im Alltag tatsächlich praktizieren kann oder üben kann? Du hast ja dein wunderbares Buch Selbstheilung im Alltag, wo du ganz versuchst, Rituale in den Alltag zu bringen. Kannst du einfach ein paar Übungen, ein paar, wie kann Also, man, in welchen Rituale des Alltages kann ich mein Urvertrauen stärken? jetzt Rituale nach außen könnten sein, dass ich immer wieder mit Menschen in Körperkontakt komme. Also, dass ich meinetwegen meine Kinder umarme, meinen Mann, meine Frau, meine Kollegin oder so, weil wir wissen, wenn wir Umarmung spüren, dann fühlen wir, die Welt ist freundlich und dann kommen wir innerlich in das, was wir Urvertrauen nennen können. Und genauso ist das mit dem innigen Blick, dass ich vielleicht meinen Partner, meine Partnerin, meine Kinder, meine Eltern, meine Kollegin einfach immer mal wieder innig anschaue, dass da Vertrauen kommt und dass sich das vernetzt. Also das wären so Möglichkeiten nach außen. Und nach innen wäre es eigentlich das, was ich sage, dass wir uns vorstellen, uns begleitet, meinetwegen eine liebevolle Mama, ein liebevoller Papa oder ein Engel oder ein Krafttier oder egal welches Bild jetzt hilfreich ist, dass wir entspannen können und uns sicher fühlen in dieser Welt. Ich hatte zum Beispiel eine andere, das war in der Zeit, als ich noch Einzeltherapie gemacht habe, die hatte ganz schwierige Erlebnisse durch beide, durch Mama und Papa. Und die hat sich in der Nähe von ihrer Wohnung 2 Bäume ausgesucht. Und die saß da jeden Tag eine Viertel oder eine halbe Stunde. Das eine war Mama-Baum und das andere war Papa-Baum. Und ich habe auch andere, die einfach so verängstigt sind von der Welt, die eigentlich keine Kontakte haben wollen mit Menschen. Die gehen in die Natur und wir können auch einen Baum anfassen, dass wir die Rinde spüren, dass wir uns anlehnen. Ich sage auch manchmal, wir können auch einfach nur einen Sessel nehmen und uns vorstellen, wir lehnen uns da an und da hinten ist irgendein Wesen, das uns Halt gibt. Und dann halt abends finde ich dieses Gedicht ganz schön mit den 14 Engeln. Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Engel um mich stehen. Dass, wenn jemand nicht schlafen kann, dass er wirklich sich so ein Nest, imaginäres Nest baut, wo Schutz ist. Da kann ich noch goldenes Licht drumherum machen. Vielleicht auch noch ein paar, 2 Löwen an die Tür oder so, dass ich mich behütet fühle.
Wunderschön. Und du hast auch noch einen Film, einen wunderschönen Film auf YouTube, Genau. der heißt Seelennahrung, auf dem YouTube-Kanal Alexandra Kleberg. Findest du diesen Film? Seelennahrung heißt Ja, er. den habe ich mit ganz vielen Anregungen von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen meiner Gruppen mal vor vielen Jahren produziert. Und da sind auch so ein paar Bilder für Geborgenheit und für Urvertrauen drin. Wunderschön. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende unserer 20. Sendung, Alexandra. Wir haben 20 Sendungen geschafft und vor allem hat uns das total viel Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt das auch so ein bisschen gemerkt, dass uns das einfach total viel Spaß macht. Und ja, wir machen weiter. Versprochen, jede Woche regelmäßig, jeden Dienstagabend sind wir da. Und natürlich die Aufzeichnung kannst du dann weiter auf YouTube sehen oder auf Facebook und wo wir sonst noch Und posten. nächstes Mal geht es nochmal zum Archetyp des Kindes über das Spielen. Oh, das Und wird auch schön werden. da spielen wir ganz viel. Da spielen wir. Okay, Ganz also. herzlichen Dank fürs Zuschauen und bitte hinterlasst deine Kommentare und wir freuen uns über Herzen und über Daumen und so weiter. Und Anregungen, Verbesserungsvorschläge und auf geht's.